Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Weekly Reading. Ich wollte euch ein Leseupdate geben, jetzt an diesem Abend. Wir haben jetzt kurz nach 20 Uhr. Ich blende euch aber vorher noch was ein, denn ich war beim Pferd und habe die ein bisschen gejagt quasi und habe immer die Kamera drauf gehalten, beziehungsweise einfach laufen lassen. Und ich wollte euch das einfach mal einblenden und so ein bisschen daran teilhaben lassen. Ich habe auch die Pferde nicht, also es ist auch nur meiner gelaufen, die Stute ist gar nicht gelaufen, die hat währenddessen gefressen, die interessiert sowas überhaupt nicht. Meiner ist aber jemand, der braucht Bewegung und da ist gerade aktuell eine Baustelle, deswegen ist es sehr schwierig, da vorbeizukommen, ohne dass sich die Pferde oder mein Pferd, ich weiß nicht, wie die Stute drauf ist, aber eigentlich erschrecken sich die Pferde dann doch öfter vielleicht mal. Auf jeden Fall ist es sehr schwierig, an dieser Baustelle vorbeizukommen. Und deswegen, musste ich mir überlegen, wie ich mein Pferd jetzt irgendwie bewegen kann. Und die Wiese ist so schön groß und es ist nicht matschig. Das heißt, es wird auch nicht rutschen und macht die Wiese damit kaputt. Und ja, er hat genügend Platz zum Laufen. Deswegen habe ich einfach dann ein Stöckchen genommen und ihn dann gejagt. Das funktioniert bei ihm auch ganz gut. Wenn er einmal drin ist, dann hat er auch mega Bock drauf. Und dann ist es aber auch in 5 bis 10 Minuten erledigt. Da ist er dann fix und fertig und hatte seine Bewegung. Ich übertreibe tatsächlich auch nicht, weil ich auch ja rennen muss und irgendwann kann ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich euch einfach mal zeigen, wie er da so ein bisschen über die Wiese fetzt. Genau, und danach geht es dann weiter mit dem Leseupdate. Und ja, dann kommen wir jetzt zum Leseupdate. Ich kann euch gar nicht so extrem viel berichten. Ich lese ja aktuell Fire in You von Jelin. Hier bin ich auf Seite 221 bzw. 222. Ich habe noch knapp 140 Seiten oder sowas. Ja, noch knapp 150 Seiten. Die möchte ich eigentlich sehr gerne heute Abend lesen. Theoretisch ist das machbar. Praktisch lasse ich mich momentan von sehr vielen anderen Sachen ablenken. Deswegen mal gucken, wie gut das funktioniert. Spätestens morgen wird es dann auf jeden Fall fertig gelesen. Am liebsten aber noch heute Abend. Ich werde euch da dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen weiter berichten, wenn das Buch dann fertig gelesen ist. Und dann werde ich ja mit Shadow Tales weitermachen. Ich werde jetzt auch noch in den nächsten Tagen zur Bibliothek gehen und schon mal zwei Bücher zurückbringen, weil eins davon muss bis Freitag da sein, weil da die Leihfrist fertig ist und die anderen drei eigentlich müssten erst zum 4. September, glaube ich, da sein. Aber ich habe eins der Bücher schon fertig gelesen und dachte ich mir, dann kann ich es auch gleich mitnehmen. Und dann habe ich dann noch zwei Bücher hier, die ich dann gerne auch noch bis zum 4. September lesen möchte. Sollte theoretisch auch noch machbar sein, je nachdem, wie schnell ich jetzt als eben die Bücher hier fertig lese. Wenn ich es nicht schaffe, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Aber es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn ich es schaffen würde. Und dann habe ich heute auch noch ganz spontan auf Spotify ein Hörbuch angefangen. Und zwar Percy Jackson, der 4. Band. Irgendwas mit Labyrinth. Ich habe zwar Spotify noch auf, aber ich habe da nicht mehr Percy Jackson. Aber auf jeden Fall den 4. Band, irgendwas mit Labyrinth. Und da habe ich würde sagen, so ziemlich die Hälfte gehört. Das sieht man da ja nicht so ganz genau, aber ich habe die erste CD fertig gehört. Also könnte so ungefähr die Hälfte sein, die ich da jetzt gerade gehört habe. Denn ich möchte die Reihe jetzt einfach endlich gerne mal beenden. Es ist keine Reihe, also die Hörbücher sind, glaube ich, auch gekürzt. Das stört mich persönlich aber nicht, weil ich das Gefühl habe, ich bekomme alle wichtigen Fakten so mit. Ich habe auch keine Lust, die Bücher irgendwie zu lesen, weil ich weiß, dass sie mich nicht so richtig fesseln werden, weil das Hörbuch ist so zwar ganz interessant, aber es ist irgendwie so, es passiert nicht so viel. Also wahrscheinlich liegt es auch einfach am Alter von Percy Jackson, der ist jetzt im 4. Band 14. Und wenn man da halt zum Protagonisten irgendwie so 12 Jahre Unterschied hat, ist das schon ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Und ja, ich werde jetzt aber den 4. Band und den 5. Band auch noch hören. Den 5. Band werde ich dann sehr wahrscheinlich im September hören.
Weil ich nämlich eben schon mein Bukopoli gespielt habe, aber noch nicht abgedreht habe, weil ich da wieder eine Community-Frage drin hatte und da eben noch auf die Abstimmung warte und den nächsten Teil dann eben jetzt morgen drehen werde, wo ich euch die Bücher vorstellen werde. Und ich glaube, auf jeden Fall habe ich da die Kategorie Hörbuch und ich wüsste jetzt nicht, welches Hörbuch ich jetzt noch hören sollte. Und Percy Jackson, der fünfte Band, das bietet sich ganz gut an. Dann habe ich die Aufgabe erledigt und das Hörbuch ist auch noch relativ kurz mit fünf zwischen 5 und 6 Stunden und ich habe auch wieder eine Reihe beendet, was mich natürlich sehr freuen würde. Deswegen werde ich das, glaube ich, einfach dann im September hören. Und ja, das war es eigentlich auch schon so, was ich zum Leseupdate sagen kann. Alles Gecko Queen, da lese ich aktuell nicht so viel weiter. Ich nehme mir immer mal vor, ein bisschen was weiter zu lesen, aber auch das werde ich auf die Leseliste für den September auf jeden Fall packen. Und dann hoffentlich auch im September beenden, weil ich habe das ja, glaube ich, habe ich das im Juli schon angefangen oder ich habe es Anfang August angefangen, ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwann hat mich auf jeden Fall der irgendwas gepackt und ich wollte auf Englisch lesen. Ja, aber da muss ich eine Reihe beenden und das Buch habe ich eh schon angefangen und es ist ein Reihenabschluss. Und dann bietet sich auch das sehr gut an. Und dann, ja, war es das jetzt wirklich erstmal, was ich euch heute zu berichten habe. Ich werde mir jetzt Abendessen machen. Gucken, was ich machen werde. Und währenddessen dann hier in Fire in You weiterlesen und hoffentlich ein gutes Stück vorankommen. Vielleicht auch ganz beenden. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Kurzes Update für dieses Weekly Reading. Nicht besonders schönes Licht, aber wir haben jetzt 19:45 Uhr. Und es ist so mega dunkel draußen. Es ist auch ja, richtig kalt geworden. Ich hatte heute zum ersten Mal wieder was Langärmliches an, weil es mega windig war. Deswegen musste ich das Deckenlicht anmachen. Und deswegen sieht das alles hier so ein bisschen gelblich aus und hässlich. Aber vielleicht redet es ja auch in der Nachbearbeitung oder im Schnitt. Im Color Grading gerade gebogen, damit es nicht ganz so scheußlich aussieht. Dann rege ich mich jetzt hier so drüber auf und ihr seht es eigentlich ganz schön. Ich wollte euch ein Leseupdate geben, beziehungsweise ich wollte euch erstmal ein paar Bilder zeigen, weil ich nämlich bei der Vorbestelleraktion von Marie Grashoff zu Cyberchips mitgemacht habe, im Mai, glaube ich, müsste das gewesen sein. Und ja, sie hat jetzt die Karten endlich losgeschickt. Die habe ich mir dort nämlich quasi angefragt. Ich komme jetzt mal ein bisschen näher, damit ihr die sehen könnt. Die Bilder gibt es auch übrigens alle bei Marie Grashoff auf dem Instagram zu finden. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich die Karten habe, weil ich die nämlich zum ersten Band auch habe. Und ich finde es merkwürdig, dass ich so nah hier dran bin. Aber wir kommen zu dem ersten Bild. Ich sage auch jetzt nicht, wer wer ist, weil das sonst, glaube ich, einfach zu sehr spoilern würde. Ich gucke jetzt mal so, dass der Fokus hier so einigermaßen bleibt. Ich finde die Karten wunderschön. Und auch das gefällt mir besonders gut. Die Szene finde ich auch mega, mega schön. Die Szene ist auch mega krass. Wie gesagt, ich werde nichts dazu sagen. Es, ja. Man kann sich schon ziemlich viel dazu ausmalen, was passieren könnte. Die Karte finde ich auch mega geil. Das ist Okim. Und bei dem Bild oder bei der Illustration hat Marie Grashoff auf jeden Fall gefragt, was wir gerne sehen möchten. Und die Mehrheit war dafür, dass man Okim, also den netten Herrn hier nackt sieht, weil er halt eben ja verändert ist. Man sieht es hier an den Armen so ein bisschen, auch generell am Oberkörper sieht man es ganz gut. Ja, um sein bestes Stück dann zu sehen. Aber vielleicht erfährt man ja auch in Cyberchips, wie da sein bestes Stück aussieht. Das müsst ihr dann aber selbst herausfinden. Und zum Schluss haben wir dann noch diese Karte hier. Genau. Jetzt rutsche ich ein Stück zurück und hoffe, dass der Fokus mitkommt. Und gebe euch dann ein Leseupdate. Ich kenne das Buch nicht. Angefangen mit Fire in You von Jaylin, welches ich gestern fertig gelesen habe. Und somit auch wieder eine Reihe beendet habe. Eine sehr, sehr lange Reihe, denn das war der siebte Teil. Und das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Es geht um Jillian und um Brock. Und ich mochte die beiden sehr gerne. Ich habe nichts daran auszusetzen. Klar, es sind Klischees drin, aber ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Ich mag die Geschichte sehr gerne. Ich mag es einfach sehr, sehr gerne. Die komplette Reihe. Ich kann die Reihe auf jeden Fall
nur weiterempfehlen. Genau, dann habe ich ja noch ein angefangenes E-Book gehabt und zwar Shadow Tales. Da habe ich heute auch schon ein bisschen weitergelesen, deswegen bin ich jetzt bei 26%. Da möchte ich heute auf jeden Fall auch noch weiterlesen und soweit es geht, kommen. Ich habe jetzt, glaube ich, noch knapp 6 Stunden in dem E-Book meiner Lesegeschwindigkeit. Deswegen mal gucken, wie weit ich heute kommen werde. Also so die Hälfte des Buches würde ich auf jeden Fall gerne schaffen. Vielleicht ein bisschen mehr, damit ich das Buch vielleicht morgen beenden kann. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, weil heute nämlich auch noch zwei Serien laufen, die ich gucke. Deswegen mal gucken, wie ich zum Lesen komme. Aber so die Hälfte würde ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gerne schaffen. Bisher gefällt es mir okay, würde ich sagen. Also es geht um Leilani. Ich weiß gar nicht genau, worum es geht. Ich kann es so schlecht zusammenfassen. Ich weiß nämlich auch nicht, was auf dem Klappentext steht. Auf jeden Fall geht es irgendwie um Leilani und um die 5 Monde. Und keine Ahnung. Auf jeden Fall ist aktuell noch nicht besonders viel passiert, obwohl ich schon ein Viertel des Buches gelesen habe, was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe bisher auch sehr gemischte Meinungen zu dem Buch gehört und gelesen, hauptsächlich. Ich habe aber auch Rezensionen gelesen, wo viele geschrieben haben, dass ja, sehr wenig passiert. Und das finde ich sehr, sehr schade, wobei ich auch wieder positive Meinungen gehört habe. Deswegen, ich weiß noch nicht. Vielleicht passiert jetzt langsam mal was, weil bisher fühlt sich das an wie so eine Einleitung immer noch irgendwie. Also es passiert nicht besonders viel, was ich sehr, sehr schade finde. Und dafür, dass ich halt eben schon 26% gelesen habe, ist es noch schade, wie auch immer. Und dann habe ich noch ein Buch angefangen gestern Abend, weil ich für Shadow Tales zu müde war. Ich aber noch irgendwie ein bisschen was lesen wollte und ich habe mir dann bei NetGalley ein Rezensionsexemplar angefragt. Übrigens, wenn ihr Bücher rezensieren wollt und auch E-Books lest, dann kann ich euch NetGalley nur empfehlen. Ich mag das sehr, sehr gerne und bekomme darüber recht viele E-Books, muss ich sagen. Und so auch eben Hass macht Gewalt, ein Ex-Nazi und Rotlichtrocker packt aus. Und darum geht es eben, erzählt Philipp Schlaffer eben seine Geschichte. Ich finde diesen Mann sehr spannend. Ich bin bei dem E-Book übrigens jetzt bei 7%. Ich habe noch nicht so viel gelesen. Er hat schon so ein bisschen was erklärt, aber eben noch nicht so arg viel. Deswegen kann ich dazu noch nicht so besonders viel sagen. Aber auf YouTube hat er auch einen Kanal. Ich verlinke ihn euch mal in der Infobox und vielleicht geht es auch hier oben auf dem i. Sein YouTube-Kanal verfolge ich ehrlich gesagt nicht ganz so extrem, aber ich habe jetzt schon einige Interviews mit ihm gesehen. Und zuerst habe ich ihn bei, vielleicht kennt ihr den Kanal Leroy Will's Wissen. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen und fand ihn da schon sehr interessant. Jetzt habe ich noch weitere Videos gesehen, unter anderem auch Maximilian Pollocks. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Finde ich übrigens auch einen sehr interessanten Menschen. Und er hat auch einen YouTube-Kanal, den ich euch nur empfehlen kann. Dieser Mann saß 10 Jahre im Gefängnis und er erzählt so ein bisschen von seiner Lebensgeschichte, halt eben, wie das Ganze angefangen hat und von den 10 Jahren da drin und so weiter und so fort. Auch den Kanal verlinke ich euch einfach mal in der Infobox, falls euch das interessiert. Da war der Akku natürlich eben gerade noch leer und musste ihn einmal wechseln und ich bin bei Maximilian Pollock stehen geblieben. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, habe ich ein. Ich verlinke euch, wie gesagt, beide Kanäle einfach in der Infobox von Philipp Schlaffer und Maximilian Pollux, weil ich beide Menschen sehr interessant finde und auch ihre Lebensgeschichte so. Und falls sich Maximilian Pollux übrigens irgendwann mal dazu entscheiden sollte, auch so eine Art Biografie zu veröffentlichen, dann würde ich sie auf jeden Fall auch lesen. Ich weiß, dass er auch ein Buch geschrieben hat. Ich glaube, es heißt Kilek. Ich verlinke euch das Buch einfach mal in der Infobox. Ich habe da auch noch nichts drüber gelesen. Und auch noch nicht besonders viel drüber gehört. Aber da verarbeitet er auch so ein bisschen was, was er in seinen 10 Jahren Gefangenschaft bzw. Gefängnis eben erlebt hat. Auf jeden Fall geht es um Philipp Schlaffer und ich habe ja einige Videos mit ihm über ihn mit anderen Menschen gesehen und fand ihn immer schon sehr spannend und seine Geschichte auch schon sehr spannend und wie er so erzählt hat. Ja, ich fand es einfach interessant. Ich finde solche Geschichten sowieso einfach interessant, weil man wird ja nicht einfach so, sondern es muss ja irgendwas passieren, dass man eben zu so einem Menschen wird. Und noch viel spannender finde ich es, wie man dann dass eben diesen Punkt dann eben einfach verlässt und einen Neustart quasi wagt. So ein bisschen was weiß ich eben schon, aber ich bin gespannt, was er in seinem Buch
berichten wird. Und da werde ich immer mal wieder ein paar Kapitel lesen und freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. Genau, mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Genau, ich werde jetzt Shadow Tales lesen, werde meine Serie gucken und in den Werbepausen dann immer Deutsch weiterlesen. Vielleicht werde ich heute Abend noch ein, zwei Kapitel in dem Buch von Philipp Schlaffer weiterlesen. Und ja, falls ihr Bücher über so, ja, nennt man das Biografien? Ich weiß es nicht ganz genau, aber wenn ihr so eine Art Bücher über Menschen habt, die ihr gelesen habt, die ihr sehr spannend fandet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin da momentan so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, muss ich sagen. Und das Buch von Philipp Schlaffer ist aktuell mein erstes dieser Art. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall über Empfehlungen sehr freuen. Und jetzt war es das wirklich erstmal vorerst von mir und ich melde mich dann im Laufe der Woche dann nochmal mit neuen Updates. Hallöchen, ihr Lieben, es ist Zeit für ein neues Update. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich das sagen soll, aber die letzten Tage sind bei mir ein bisschen viele Bücher eingezogen. Dazu kommen wir aber gleich. Bei mir ist nämlich auch noch was anderes eingezogen und das kann ich euch zeigen, wenn ich euch das Leseupdate gebe. Denn ich lese ja Shadow Tales, wo ich übrigens bei 54% bin, meine ich. Ja, genau. Bin ich bei 54% mittendrin in einem Kapitel. Und ich hatte ja vorher, ich hol's gerade mal. Ich hatte vorher oder hab's auch immer noch dieses Kindle Fire HD 7 Tablet-Dingens hier, wo ich drauf gelesen habe. Das habe ich jetzt mittlerweile 6,5 Jahre in etwa. Das ist das Modell von 2012. Genau, und damit habe ich die ganze Zeit gelesen und das Ding ist halt schon echt schwer. Und gerade so, wenn man im Liegen liest, ist halt auch so ein bisschen unhandlich. Ist halt schon sehr schwer, wenn man im Liegen liest. Und jetzt habe ich mich, beziehungsweise ich habe das Video von der lieben Tanja gesehen. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen zu ihrem Kanalnamen. Ich blende euch hier unten ein. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich habe auf jeden Fall das Video von der lieben Tanja gesehen, wo sie den E-Book-Tag gemacht hat, war das, glaube ich. Auf jeden Fall hatte sie da von dem ganz normalen Kindle gesprochen und also nicht von dem Oasis und Paperwhite und was es da noch so alles gibt, sondern von dem ganz stinknormalen Kindle halt eben. Den habe ich mir dann einfach mal angeguckt, weil ich schon länger war am Überlegen, eines richtigen, nur reinen E-Readers zu kaufen, weil da die Oberfläche ja doch anders ist als auf so einem Tablet. Und ich mir abends schon öfter aufgefallen ist, dass ich mit dem also mit diesem Kindle-Tablet gelesen habe, schon ein bisschen schwer gefallen ist teilweise. Deswegen habe ich da mal geguckt und ich habe mir dann einfach mal das ganz stinknormale, einfache Kindle 10. Generation 2019 oder sowas angeguckt und ja, tatsächlich habe ich mir das jetzt endlich gekauft und es ist hier und man sieht es auch schon an der Größe. Also das ist das Tablet und das ist eben das Kindle mit Hülle natürlich, habe ich mir gleich mit dazu gekauft. Das hatte übrigens auch mal eine Hülle, aber die ist kaputt gegangen, deswegen. Ja, und dazu gibt es halt auch keine mehr. Und genau, dann habe ich mir nämlich eben das da gekauft und habe da jetzt auch schon fleißig gelesen und unter anderem eben Shadow Tales drauf gelesen. Wollte ich euch nur mal zeigen. Und bisher bin ich sehr froh über diesen Kauf, den ich hier getätigt habe. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das mit uns hier noch weitergeht. Und das ist auf jeden Fall ein ganzes Stück leichter als dieses Tablet und auch viel handlicher. Also ich kann es in einer Hand, nee, eine Hand nehmen, ich kann auch tippen auf einer Hand. Und ja, auf jeden Fall ein sehr guter Kauf. Und sonst habe ich nichts weiter gelesen oder weiter gehört, was ich euch großartig zeigen könnte. Und jetzt muss ich kurz mal meine Bücher hier ein bisschen sortieren. Genau, und zwar waren mein Freund und ich gestern in der Stadt, weil ich Bücher zurück in die Bibliothek gebracht habe. Und sie haben dort, also dann haben wir einmal dort eine super süße kleine private Buchhandlung, also keine Kette. Und da war ich drinne und ich wollte mir erst ein Buch kaufen und habe es dann aber nicht gemacht, weil ich eigentlich genug Bücher hier habe und wusste, dass auch noch Bücher ankommen werden und ich auch einige gekauft habe bisher diesen Monat. Deswegen wollte ich eigentlich mir keine Bücher kaufen in dieser Buchhandlung. Es gibt aber auch noch einen Hugendubel und ich dachte mir, na komm, ich gehe nur rein, wenn sie Mängelexemplar-Tisch haben. Und der Hugendubel hat meiner Meinung nach immer sehr ansprechende Mängel für mich. Und
Ja, so habe ich dann auch eben zwei Bücher mitgenommen. Als erstes gefunden habe ich Brave John von Jennifer L. Armentrout und diesen Kauf finde ich auf jeden Fall auch noch sehr gerechtfertigt. Das ist zwar der dritte Band, mir fehlt noch der zweite Band, aber die Reihe möchte ich auf jeden Fall weiterlesen und ich glaube für, also wir haben drei Bücher gekauft, ich habe zwei, mein Freund hat eins, wir haben dafür 10 Euro bezahlt. Ich muss jetzt nur noch irgendwo den zweiten Band auftreiben, damit ich dann die Reihe weiterlesen kann oder vielleicht mit meiner Buddy mit Partnerin weiterlesen kann. Da müssen wir uns noch ein bisschen besprechen. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal den dritten Teil hier. Und ja, dann habe ich noch gefunden, es hat mich irgendwie angesprochen, One Dream von Lauren Blakely. Das ist auch so ein super schmales Büchlein. Also ist auch super schnell weggelesen. Es hat 270 Seiten oder sowas. Noch nicht mal 270 Seiten. Mal hinten ist noch 220 Seiten. Also es ist mal an so einem Abend schnell weggelesen, würde ich sagen. Oder über den Tag hinweg relativ schnell weggelesen. Ja, ich werde euch auf jeden Fall davon berichten, sobald ich die Bücher gelesen habe. Bei Brave wird es auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, aber hier vielleicht demnächst schon mal reingelesen. Und dann war ich die ganze Zeit auf der Suche nach New Promises. Das hatte ich bei Medibobs bestellt. Die konnte aber nicht verschickt werden, aus welchem Grund auch immer. Und ich gucke mich momentan bei eBay Kleinanzeigen ganz gerne mal um und habe dann dort eben ein Angebot gesehen zu New Beginnings, New Promises und New Dreams für 25 Euro mit Versand. Also das ist quasi so ein 3 für 2 Ding eigentlich, weil ich glaube, so ein Buch kostet 12,99 €, also fast ein 3 für 2 Teil. Da musste ich dann einfach zuschlagen und habe dann jetzt einmal New Beginnings. Das habe ich ja schon gelesen. Das hat eine Leserin, das stand jetzt nicht dabei, aber das stört mich tatsächlich auch nicht. Und sonst sieht das richtig, richtig gut aus. New Beginnings. Dann habe ich New Promises. Das heißt, da kann ich mit den Baldurian auch bald starten. Und falls wir uns dann dazu entscheiden, New Dreams zu lesen, habe ich auch noch direkt New Dreams hier. Das ist der dickste Band der Reihe. Der zweite ist bisher der dünnste und der vierte erscheint ja dann irgendwann nächstes Jahr im Januar oder sowas. Genau, die drei Bücher kamen heute an und dann kam heute noch ein Buch an. Ich habe das nämlich vorbestellt und das ist schon gar nicht so lange her. Letzte oder vorletzte Woche habe ich das vorbestellt und das Buch ist nee, was? Am Montag ist das erschienen und zwar Midnight Chronicles Schattenblick heißt das Ganze, glaube ich. Ich glaube, es war Schattenblick. Da ist dieser hässliche Sticker drauf. Genau, Schattenblick von Bianca Josivoni und Laura Gneidel, beziehungsweise der Teil ist eben von Bianca Josivoni geschrieben. Erkennt man immer ganz gut daran, hier stehen ja die Namen übereinander und der oben und größer geschriebene, das ist die Autorin, die den jeweiligen Band geschrieben hat. Das heißt, bei der zweiten Band müsste Laura Gneidel oben stehen und zwar und Bianca Josivoni unten. Soweit ich das jetzt zumindest gesehen habe. Ich freue mich sehr auf das Buch. Ich bin sehr gespannt, wie das geschrieben ist. Die Fantasy-Bücher von Bianca Josivoni mag ich ganz gerne. Deswegen bin ich sehr gespannt und hoffe, dass mich dieses Buch überzeugen kann. Der zweite Band erscheint am 24.02.2021. Also wird auf jeden Fall noch bis August 2022 ziehen. Ja, wird eine sechsteilige Reihe. Ich bin mal gespannt, wie mir das Ganze gefällt. Das ist übrigens auch signiert mit einem Hunter-Zeichen. Ich weiß nicht ganz mit einem, ist das ein Hunter-Zeichen? Heißt das Hunter-Zeichen? Mit so einem Zeichen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, zu was das gehört. Das werde ich hier noch herausfinden. Und hier sind eben noch diese Charakterkarten drin. Das ist der männliche Protagonist. Wie heißt der? Shaw. Und das fokussiert nicht. Genau, das ist einmal Shaw. Und dann gibt es auch einmal die weibliche Protagonistin, Roxy. Genau, das sind die sechs Bücher, die bei mir gestern und heute eingezogen sind. Und das reicht jetzt definitiv. Auch wenn von den sechs nur fünf auf meine Sub wandern, es reicht definitiv. Ich muss auch erstmal wieder Platz dafür finden. Wobei ich mein aussortiertes Bücherregal, also mein Regalfach, wo ich aussortierte Bücher drin habe, auch momentan leer ist. Das heißt, da könnte ich auch noch die Bücher reinstellen. Und genau, jetzt habe ich aber genug gefaselt und dann melde ich mich sehr wahrscheinlich und hoffentlich am Wochenende nochmal mit einem neuen Update dann. Da bin ich wieder mit einem Update und mit dem letzten Update für diese Woche, weil ich jetzt am Samstag nicht mehr viel lesen werde und
Ja, Sonntag muss ich das Ganze spätestens hochladen und da ich bei meinem Freund bin jetzt heute und morgen und der schnelleres Internet hat, möchte ich nämlich das Video fertig schneiden und dann bei ihm schon mal hochladen. Dann ist es nämlich wesentlich schneller online, als wenn ich das hier bei mir zu Hause machen würde. Genau, deswegen wird das Video heute am Samstag enden, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so dramatisch, weil wie gesagt, heute werde ich nicht mehr besonders viel lesen und am Sonntag dann halt auch erst wieder abends sehr wahrscheinlich. Das heißt, ihr würdet das Update sowieso erst am Montag bekommen, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das eben einfach mal so. Ich habe auch eben mein E-Book fertig gelesen, Shadow Tales. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Untertitel heißt, aber der erste Band war, der zweite erscheint erst im Dezember. Und ich habe ja im Laufe des Videos schon so ein bisschen anmerken lassen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, weil sehr wenig passiert ist. Und tatsächlich, ja, so die ersten zwei Drittel des Buches, das war wie so eine lange Einleitung quasi. Das Buch hat, muss ich dazu erwähnen, 397 Seiten. Also man liest schon eine ganze Zeit, bis man so zwei Drittel gelesen hat. Also generell, man liest, sind zwei Drittel eines Buches ja schon recht viel. Und das war wie so eine lange Einleitung, weil da ist nicht besonders viel passiert. Es wurde so ein bisschen was erklärt und die waren auf Reise und bla 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 bla. Und am Ende ist dann alles auf einmal passiert und ja, hat irgendwie aber trotzdem das Buch nicht retten können. Ich fand es aber an sich fand ich es wirklich gut. Ich fand auch die Idee ganz interessant. Es war vorhersehbar, weil es nicht unbedingt irgendwas Neues war. Es geht auch hier wieder so ein bisschen um Magie und um Mond- und Sonnenmagie. Mehr möchte ich dazu aber nicht ausführen. Dazu solltet ihr dann das Buch lesen, falls euch das interessiert. Ich möchte das Buch jetzt auch keineswegs schlecht machen, weil es hier doch viele positive Meinungen gegeben hat. Jeder hat eine andere Meinung und das ist auch gut so. Mein Buch war es in dem Fall nicht. Ich werde trotzdem weiterlesen, weil ich wissen möchte, wie es weitergeht. Und da das Ganze nur eine Dialogie ist, gibt es auch eben nur noch dieses eine Buch im Dezember und ist dann somit abgeschlossen. Ich weiß nicht, also mich hat einfach diese zwei Drittel des Buches genervt, wo, ja, wie gesagt, nichts passiert ist. Also es geht darum, dass Leilani bei ihrer Adoptivmutter quasi aufwächst. Und an ihrem 18. Geburtstag passiert dann etwas mit ihr. Und zwar trägt sie eben ein Amulett. Ich weiß nicht genau, was im Klappentext steht, aber ich verlinke euch das Buch in der Infobox. Auf jeden Fall hat sie eben so ein Amulett und sie spürt, dass irgendwas mit ihr und diesem Amulett eben passiert. Und daraufhin beschließt sie dann halt eben mit ihrem besten Freund Hayes, die Richtung des Amuletts zu folgen. Denn das Amulett gibt ihr irgendwie eine Richtung vor, in die sie quasi reisen soll, um an irgendein Ziel zu kommen, wo sie selber nicht weiß, was es eben ist. Und auf dem Weg dorthin treffen sie dann eben auf Kieran noch, beziehungsweise es war noch davor, in Vorbereitung auf diese Reise, da treffen sie dann halt eben schon Kieran. Und ja, gemeinsam machen sie sich dann halt eben auf diese Reise. Und da passieren so einige Dinge in den ersten zwei Dritteln, was ja relativ langweilig war und auch nicht wirklich zur Geschichte mit viel beigetragen hat. Und wie gesagt, am Ende ist dann alles auf einmal quasi passiert. Grundsätzlich fand ich es jetzt nicht schlecht, aber mich konnte es halt einfach nicht erreichen. Und ja, somit würde ich dem jetzt so 3 Sterne, glaube ich, geben. Weil das war ja schon ein gutes, aber ich habe auch wieder recht lange für das Buch gebraucht. Und weil ich das Buch jetzt fertig gelesen habe, ich habe zwar noch unendlich viele angefangene Bücher, aber ich muss meine Bibliotheksbücher mal so langsam lesen, dachte ich mir, ich lese mal A City of Glass von Cassandra Clare. Das Buch fällt auseinander, das ist wie gesagt ein Bibliotheksbuch und das Buch hat 220 Seiten, 720 Seiten, das sind nicht 200 Seiten, 720 Seiten, die ich jetzt auf jeden Fall noch gerne demnächst ganz schnell beenden möchte, weil ich am liebsten noch Renegades lesen möchte, aber ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen, dann müsste ich Renegades entweder online in der Online ausleihen oder so und dann lesen. Aber City of Glass würde ich schon gerne weiterlesen, weil es halt eben eine Fortsetzung ist und Renegades wäre der erste Teil. Deswegen hat City of Glass eben Vorrang. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte und wie sie weitergeht und werde euch da auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Das Buch ist ein bisschen eklig. Das nehme ich aber tatsächlich nicht mit zu meinem Freund. Da werde ich mein Kindle mitnehmen. Sehr wahrscheinlich werde ich dann da Hass, Macht, Gewalt von Philipp Schlaffer einfach weiterlesen, weil ich bei ihm sowieso nicht so viel lesen werde. Sehr wahrscheinlich erst Sonntagmorgen dann wieder, wenn er schläft und ich schon wach bin. Aber vielleicht fange ich auch ein anderes E-Book an. Das werden wir dann sehen. Und davon werde ich euch dann auf jeden Fall im nächsten Weekly Reading berichten. Und somit wären wir eigentlich auch schon am Ende des Videos, weil es gar nicht mehr so viel zu erzählen gibt.
Ja, deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne alles, was ihr möchtet, in die Kommentare, Buchempfehlungen, wie eure Woche so war, was ihr mir mitteilen möchtet und so weiter und so fort. Alles, was euch auf dem Herzen liegt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Passt auf euch auf und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!